So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Orbox C. Hier sind wir bei Feld Level 18. Da sind wir hängen geblieben. Das ist wieder ein großes Thema bei uns hier. Naja, gut, fangen wir mal an. Probieren es natürlich weiter. Und ich bin da eigentlich zuversichtlich, auf einem guten Weg zu sein. So, hier ist irgendwo der Knackpunkt. Ja, nee, das war fehlerhaft. Moment, dann mach mal ein bisschen hier die ganzen vorherigen Versuche weg hier. Wir versuchen das nochmal so geordnet hier zu machen. Das könnte schon wieder bedeuten, dass wir einen Fail gemacht haben. Ja, definitiv. Das sieht schon so richtig falsch aus. Wobei, na, es ist halt aller Tage Abend. Ah, gut. Also da gibt es bestimmt noch vier weitere Lösungen oder so. So, ich habe jetzt meine Lösung gefunden. So, weiter geht's. Level 19. Aha. Da haben wir immer solche Orbs hier einzusammeln. Ja, wie gehen wir da am besten voran? Ich habe da vielleicht eine Überlegung. Ja, allerdings das Problem ist, an den Stellen, wo die Orbs eingesammelt werden, ist nämlich frei. Das könnte ein Thema werden. Wenn wir jetzt einfach mal so anfangen. Oh, Eis. Ah, das ist natürlich noch ein Thema. Okay, dann scheitere ich wahrscheinlich jetzt schon. Ja, hier kann ich nicht mehr weiterfahren. Hier fahre ich raus. Das war nichts. Lass mal so probieren. Okay, das war jetzt besser. Probier ich es mal so rum. Okay, war auch nicht ganz schlecht. Können wir das hier nochmal wiederholen? Oh, jetzt können wir schon mal nicht mehr rausfallen. Na, doch, können wir noch. Aber fast nicht mehr. Ja, hier können wir nochmal. Aber ne, das ist kein Problem. So, hier wird es interessant, passt auf. So und so. Ja, jetzt wird es immer interessanter. Ja, wobei, das schließt sich selber immer wieder, die ganze Sache. Ah ja, gut, das dürfte eigentlich jetzt klappen hier. Ja, okay. Man muss erst mal wissen, wie man anfängt. Ich meine, alles gefehlt haben wir jetzt nicht, aber das war ja auch nicht der... ausschlagende Punkt hier. So, was haben wir denn hier? Bömble und ein paar Orbs hier, ein paar einzelne. Natürlich müssen alle Bomben auslösen. Aha, den Warp dürfen wir nur einmal benutzen, weil dann ist dicht hier. Tja, wie fangen wir denn hier an? Das ist ein schönes Muster, muss ich schon sagen, aber das ist das Einzige. Ah, ich weiß vielleicht eine Lösung. Sicher bin ich mir da aber nicht. Na, ob das jetzt nicht schlecht ist, weiß ich nicht zu 100%. Ich probiere es mal weiter. Ah, das könnte es natürlich schon wieder gewesen sein. Ich ahne da so Schreckliches, sag ich mal so. Na, ich muss halt zum Schluss auf die ganze Sache zurückkommen. Das ist mein Problem.
So, und hier mache ich jetzt nämlich ein ganz großes Ding zu hier. Ja, so, zack, ist alles zu. Ja, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie zurückkomme. Ja, lassen wir die mal platzen hier, lassen wir die auch noch platzen. So. Okay, die können wir auch noch lassen. Die lasse ich auch mal platzen, die Bombe. So, jetzt. Ja, jetzt wird es halt immer interessanter, ne? Die können wir alle detonieren lassen. Okay, klappt. Ja, die Hürde hätten wir genommen. Und das andere ist jetzt einfach bloß noch zuschauen. Ja. Perfekt. Haben wir geschafft. Jawohl. Das war... Oh, meine Lösung. Labyrinth. Tja, gut. Da gibt es jetzt keine Universallösung. Hä? Ach so, das war ein offenes Feld. Ja, da muss man halt jetzt hier durch. Das ist halt, ja, labyrinthtechnisch halt so. Na, am besten so, weil sonst schießt man raus. Also man muss schon noch aufpassen, dass man hier nicht falsch fährt. Ne, das ist eine Sackgasse. Oh, ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Mal schauen, ob wir da zum Schluss vorbeikommen. Na gut, das ist ja lustig, aber toll auch nicht so prickelt hier. So. Warte mal, nee, das. Doch, es bringt mir schon was. Klar bringt mir das was, da komme ich nämlich hier vorbei. Dann komme ich hier durch. Jetzt bin ich auf der Seite. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da oben. Ja gut, da kann ich noch vorbei. Jetzt sammle ich erstmal den hier ein. Okay. Das ist aber eine Sackgasse hier. So, jetzt gehen wir da unten lang. So, und der letzte hier noch. So. Jawohl, geht. Also es ist einfach nur ein Mauselabyrinth, wenn man so will. So. Level 22. Ja, Orbs einsammeln. Nach oben und nach unten oder sonst die geht's ja nicht. Mehr machen wir nach oben. Schauen wir uns an, was das hier treibt. Okay. Das hat's also gemacht. Ich weiß nicht, ob das gut war. Wir machen nochmal zurück. Wir machen es mal andersrum. Aha, dann wird's. So. Ob das jetzt natürlich gut ist, ist die nächste Frage. Ja, ich mach's nochmal oben rum. Aber wir bleiben wieder am selben Punkt stehen. Also es ist. Nee, nicht ganz, aber es ist fast so. Warte. Sorry, ich muss jetzt doch nochmal. Ja, doch. Wir bleiben am gleichen Punkt stehen. Das ist schon richtig. Gut, jetzt habe ich's gesehen. Lala. Obala. Das war natürlich falsch. Habe ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt. So, okay, jetzt können wir da mal rum. Aha. Ja, da wird hier immer wieder was zugemacht. Ob ich das natürlich sehr prickelnd finde, weiß ich nicht. Toll ist es natürlich nicht. Ah, warte mal, ich möchte gern. Okay, das hat das hier gemacht. Ja, hier kann ich einmal komplett durchsausen. Ich stock hier jetzt durch das Ding, durch das Level hier durch. So, dann machen wir einmal dicht. Ja, ich stoche jetzt wirklich hier durch das Level durch. Das ist halt die Sache, ne? Da
Da gibt es sicherlich eine gute Lösung. Aber die würdet ihr bei mir jetzt nicht so unbedingt sehen. Das ist mehr so ein Ausprobieren bei mir. Ich stolpe hier einfach durchs Level durch. So. Warte mal, da können wir wieder um die Ecke rumfahren hier. Okay, jetzt haben wir da dadurch. Was haben wir da? Star Master. Ja gut, so und so viele Sterne eingesammelt. So. Ja, es ist halt. Es könnte sein, dass einer übrig bleibt. Das ist die Gefahr. Die hole ich mal noch hier, das hier, ja, ist ja nämlich schon mal geklärt. Und dann lasse ich mich mal hier durchsausen. Da können wir mal durch. Ja, die Kammern, die schließen sich hier halt dann nämlich ab, ne? So, jetzt können wir hier durch. Gehen wir nochmal zurück. Gut, da haben wir jetzt kein Problem mit, dass da jetzt zu ist. Hier kommen wir noch durch. Ja, okay. Haben uns also noch nicht eingeschlossen hier. Ja, aber hier. Hier könnten wir uns schon fast einschließen. Ah, da komme ich nicht schon immer so durch, wie ich eigentlich gerne möchte. Ne? Ah, da unten haben wir ja noch Orbs. Warte mal hier. Jetzt kann ich die einsacken. Da gehen wir auf keinen Fall mehr durch. Mal das so probieren. Ja, zum Schluss muss ich da unten reinkommen. Okay, jetzt ist hier dicht. Ah ja, gut, hat geklappt. Okay. Ja, hat geklappt. Und das nochmal schnell da natürlich. Nee, ne, mache ich nicht. 23 haben wir jetzt, ja. Also was hat das mit Fill zu tun? Ich verstehe es einfach nicht. Was soll denn das hier? Einfach mit Füllen? Irgendwas mit Füllen? Wo sind wir denn überhaupt? Hier stehen wir. Hier geht's wieder in den Labyrinth rein. Da kann man zumachen, das wäre mir natürlich lieb, wenn wir das machen. Na gut, die ersten Orbs hier mal so einsacken. Wobei, das war nicht die beste Lösung, das wäre vielleicht besser. Wobei, das war auch nicht die beste Lösung, so erstmal. Ah, okay, damit können wir schon mal leben. Da können wir mal hier durch das Dings hier. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir hier irgendwie. Aha. Okay, hier ist ein Erweiterungswürfel. Ist das gut, wenn wir das so machen? Aha, jetzt ist hier nämlich schon mal zu. So, jetzt können wir hier durchfahren. Das war aber nicht so die beste Art, oder? Na gut, wir kommen da in der Mitte nochmal rein. Dann machen wir hier nochmal. So, hier müssen wir zur Mitte reinkommen. Ja, wie rum, so rum. So, jetzt holen wir uns die restlichen Orbs hier raus. Aha. Ja, okay. Ja. Jetzt habe ich es wieder mal geschafft. Hier kann ich nichts mehr machen. So, okay. Das war jetzt nicht die gute Lösung hier. Oder vielleicht erstmal hier rein. Okay, ja.
Also immer nach außen gefahren. Wie bietet jetzt gefahren? Nach da drüben, ne? Okay, Schnapp. War das jetzt gut oder war das eher schlecht? Aha. Das war jetzt, glaube ich, nicht so toll. Oder warte mal. Komme ich da eigentlich nochmal runter? Ja, doch, da komme ich nochmal hin, aber nicht so, wie ich das brauche. Nee, das ist also keine Lösung hier. Wir schnappern uns nochmal hier durch. Vielleicht, dass wir die holen. Halt. Okay. Das ist auch kein Thema. Das ist gut so. Ja, ich stolpe hier wirklich durchs Level durch. Da haben wir Violettes. Okay. Dann mal hier rüber mal rauskommen. Ha? Aha. Machen wir hier rein. Jetzt machen wir hier dicht. Aha, okay. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass ich da. Sehr schön. Jetzt muss ich noch in das Violette rein. Ah, ich glaube, wir haben die Lösung. So. Wo ist denn noch ein. Oh, hier sind noch ein paar Orbs. Naja, gut, das ist jetzt kein großes Thema hier. So, fertig. Ja. Puzzle, Puzzle, Puzzle. Irgendwann wird das Puzzle fertig sein. Oh, oh, was haben wir denn hier? Level 24. Das ist doch so ähnlich. Moment mal, das ist ähnlich wie das Bombenlevel, nur dass da eben Füllblöcke dabei sind. Und ich eben die Orbs erwischen muss. Und ich habe halt Zeit zum Überlegen. Das ist das Neueste. Aber ich denke, dass das so ein guter Weg ist. Ja, so weiterfahren. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Oh oh, das ist jetzt schlecht. Gut, da müssen wir nicht. Das müssen wir. Ah ja, nee, das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Gut, das ist nochmal okay ausgegangen. Das ist auch eine gute Formulierung. Das ist schon mal nochmal okay ausgegangen. Also ein Exit gibt es hier keinen, okay, das ist schon mal toll. Ja, ich bin hier halt wirklich sehr wortkarg, weil ich mich hier wirklich ein bisschen konzentrieren muss. Bei dem ganzen Gelevel hier. Aber wir sind auf einem guten Weg. Warte mal hier. Ja, mal den zum Schluss machen, das dürfte doch kein Problem sein, oder? Das ist kein Problem. Ja, das geht so. So, hier unten noch. Schwer ist das Ganze nicht. Man kann das natürlich schneller machen, wenn man es weiß. So,
So, okay. Aber ich sag ja, ich möchte eigentlich nur durchs Level kommen und ich werde, glaube ich, meinen Meister bei den Hard Levels finden. Level 25. So, was haben wir denn hier? Wir haben Exit und haben die Orb einzusammeln. Wo sind wir überhaupt? Da. Okay, wir müssen. Wahrscheinlich müssen wir hier durchfahren. Das wird schon sein. Alter Schwede. Jesus, na. So, dann geht's hier weiter. Hier weiter. Ja, ja, nicht einfach mal so weiterfahren. Dann hier nach unten. Nach drüben. Warte mal, hier nach unten. Oder nach oben. Ne, nach oben. Zit. Pam. Eingesperrt. Ja. Nach unten, rüber, so. Nach da. Zurück. So. Können wir jetzt drüber fahren? Ist das gut oder ist es schlecht? Ich glaube, das können wir riskieren. Zack, 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 bums. Das ist dann der Weg zum Exit. Wir haben aber noch ein paar Orbs einzusammeln. Warte mal. Ah, wenn wir da einmal. Wenn wir da einmal durch sind, dann ist es vorbei hier. Wir müssen. Aber hier. Da sind wir dann weg vom Fenster. Wenn wir hier einmal sind. Nach oben, pam, kaputt. Warte mal, gibt es hier noch eine Hexe? Wir können dann noch hier durchfahren. Ah, das ist jetzt schon wieder blöd. Ich komme hier. Ja, nee. So ist die Lösung schon mal nicht. Ja, jetzt sind wir nämlich hier. Und der Exit ist noch nicht offen. Das war's nicht. Wir probieren nochmal das hier. Kann mir vorstellen, dass das nämlich gar nicht verkehrt ist hier. So, hier. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher natürlich. Also es ist schon so, dass ich hier so machen muss. Und hier nach oben. Und hier kann ich das auch so machen. Das ist kein Thema. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nämlich wieder hier durch. So. Und so. Das hatten wir schon mal hier so ähnlich. Na, das hier oben macht mir halt Probleme. Oder macht mir das? Das macht mir schon ein Problem. Wenn ich nach unten gehe, lack, 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 ist ja zu, dann kann ich hier noch durch. Ja. Jetzt wird's schwierig. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich ein Problem, oder? Nee, doch nicht. Ah, ja, so geht's natürlich. So, gelöst. Aber braucht ihr wirklich Köpfchen, ne? Man muss sich dann überlegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, das ist viel zu bunt hier. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann durchs Rote durch. Was passiert? Da mache ich bla 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 irgendwie. Ich kann hier rechts oder links. Ich gehe mal so durch. Okay, so schlimm war es ja gar nicht. Dann gehe ich nochmal hier durch. Ah ja. So, jetzt gehen wir mal hier. In der Mitte komme ich natürlich nicht durch. Toll. Jetzt bin ich beim Grünen rausgekommen. Warte mal, hier komme ich immer da raus oder wie sehe ich das? Aha. Ja, wie kriege ich denn die mittleren hier?
Interessant. Naja. Das ist auch ein ganz schönes Level hier. Ich muss wahrscheinlich so rum. Kann mich hier einsperren, da ist rosa. Huh. Huh. Ich probier mal was. Aha. Ah. Aha. Und jetzt? Oh. Das ist nicht toll, oder? Das ist nicht so toll. Ja, jetzt bin ich eingesperrt. Nee, das war der falsche Weg. Immer probieren wir mal was ganz was Neues. Okay, das haben wir probiert. So, wir kommen hier auf jeden Fall automatisch hier raus. Und das hier ist schon mal gar nicht verkehrt wahrscheinlich. Dann gucken wir mal hier längs. Für was ist das Labyrinth hier gut? Da müssen wir erstmal reinkommen. Das ist das nächste. So. Da. Okay. Ja, und jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie so hinkomme, dass ich das hier auch noch, weil, wenn ich hier oben rein, es ist nix. Ich kann hier wieder den Klotz fahren. Dann kann ich hier rüber. Kann hier runter. Aber ich müsste irgendwie da in die ganze Sache reinkommen. Oder hier müsste ich rein. Da müsste ich rein. Hat mal was passiert. Hier dagegen, hier hoch, da. Dann ist hier zu. Dann. Ja, dann käme ich ins Labyrinth, aber ich muss ja zum Schluss ins Exit reinkommen. Puh, das wird noch lustig. Das wird noch sehr lustig. Ah, jetzt sind wir im Labyrinth drin. Warte mal, nee, das ist nicht die Lösung. Ja, da kommen wir da durch. Okay, die hätten wir. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir uns den Weg zum Exit nicht versperren dann. Weil ich kann hier wieder ins Labyrinth. Bringt mir das irgendwelche Vorteile? Zack, 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 zack. Zack, Bums, Klack. Ich müsste hier rein, oder? In den Warp. Warte mal, wenn ich jetzt noch mal ich hier längs gehe. Hier. Das ist gar nicht gut. Ja, da komme ich schon wieder in das blöde Labyrinth, aber macht eigentlich gar kein Problem. So. Okay. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir. Ja, das wird jetzt das Problem sein.
Nee, es ist überhaupt kein Problem. Ich habe mir viel zu zu schwer vorgestellt wieder. So. So einfach. Och, hier ist es. Na, da wird mir bildschirmkrank hier. Die. Warum soll ich sterben? Was soll denn das? Echt jetzt hier, da steht die. Na, sind Bomben und dann haben wir wieder hier überall Dinger hier. Also wenn man nicht vom von dem Geflimmer hier krank wird, dann weiß ich auch nicht. Ich fange mal irgendwie an. Okay. Hehe. Jetzt haben wir schon das erste Problem wahrscheinlich. Jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Oder? Nee, noch nicht unbedingt. Ah, ich bin ja so ein kleiner Spieler hier. So. Nehmen wir den hier. Okay, eingeschlossen. Ja, da, genau. Okay, Leute, das. Aber ich mache das Level nicht fertig. Wir sind schon total über Zeit. Also bei dem Spiel verliert man auch so richtig das Zeitgefühl. Ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.